Lawinen reißen mehrere Skisportler in den Tod. Das von der Kantonspolizei Wallis zur Verfügung gestellte Foto zeigt einen Teil des Skigebiets Bellalp. Bern in der Schweiz sind seit dem Wochenende mindestens 3 Menschen durch Lawinen umgekommen. Eine 29-jährige Schweizerin und ein 39-jähriger Schweizer verunglückten im Wallis tödlich. Ein 31 Jahre alter Franzose konnte in Graubünden nur noch tot aus einem Lawinenkegel geborgen werden, wie die Bergrettung berichtete. Die Schweizerin wurde nach diesen Angaben am Samstag mit 2 Begleitern im Tal Danuviers im Wallis abseits der Pisten auf etwa 2700 Metern Höhe von einer Lawine mitgerissen. Eine der Verschütteten habe sich befreien und Alarm schlagen können. Weil die Opfer Lawinensuchgeräte dabei hatten, hätten sie schnell gefunden werden können. Während die 29 und 30 Jahre alten Männer nur leicht verletzt wurden, starb die Frau später im Krankenhaus. Am Heiligabend fanden Suchtrupps in Graubünden den vermisst gemeldeten Franzosen. Er war am Samstag mit seiner Begleiterin zum Glattfang aufgebrochen. Die beiden trennten sich kurz vor dem Gipfel und die Frau fuhr zu einem Berghaus. Als ihr Begleiter am Abend nicht zurückkehrte, alarmierte sie die Bergwacht. Die Polizei geht davon aus, dass er bei der Abfahrt ein Schneebrett auslöste, das ihn mehrere Kilometer über felsiges Terrain in die Tiefe riss. Oberhalb von Bellalp im Wallis riss eine Lawine am ersten Weihnachtstag einen 39-Jährigen mit. Seine 4 Begleiter blieben verschont. Sie fanden den Mann zwar schnell, aber er hatte sich bei dem Sturz tödlich verletzt.